Die ganze Energiegeschichte ist eine riesen Baustelle. Ich als Landratskandidat gebe dort ganz klare Vorgaben. So wie in meinem Betrieb, was machen wir? Können wir das schultern, machen wir das und so weiter. Es ist auf jeden Fall der Sache nicht dienlich, ständig aus der Presse zu erfahren, Klimaschädlichkeit, Insolvenzen von einem Windkraftanlagenbau und so weiter und so fort. Das hilft uns auf jeden Fall langfristig nicht weiter. Die große Politik muss uns ganz klare Vorgaben geben, sei es windtechnisch, sei es jetzt Biogasanlagen und so weiter und so fort. Da darf uns die große Politik nicht alleine lassen. Nur gemeinsam, im Konsens der Bürger, können wir das Thema schaffen.